Gut, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit dem dritten Akt. Falls es einen gibt. Scheint nicht so. Schade eigentlich. Ich hätte mir so ein Bild... Na gut, gibt schon einen dritten Akt. Aber ich hätte mir jetzt hier von dem DLC, sag ich mal, ein bisschen mehr erhofft. Was weiß ich. Nicht nur drei Akte, sondern, was weiß ich, fünf oder sechs. Gut, da kann ich die ausgeglichenen Bewertungen bei Steam verstehen. Das würde mich natürlich jetzt, oder es ärgert mich natürlich auch, weil du gibst Geld dafür aus und dann hast du, sag ich mal, bloß drei Akte, was weiß ich, also drei Kapitel für, ja, für das neue DLC. Ist natürlich nicht so berauschend. Schade eigentlich. Die Stimmung sinkt. Sieht aus wie bei der Titanic. Oh. Okay. Whee. Wen ich hier jetzt allerdings noch nicht auf dem Schiff gesehen habe, mal gucken, ob wir den hier hinten vielleicht irgendwo finden. Nee, hier ist keiner. Das ist nämlich unser Händler. Wir haben den Händler ja getroffen, wo wir am Hafen noch waren. Aber bis jetzt... ja, Mann, ja. Komm, erzählt man von ihm, schon taucht er auf. Have you come to make another purchase? Ein Kauf. Eigentlich kann man jetzt den Spaß einfach mal kaufen. Warum? Weil wir es können. Wenn ich den kaufen würde, würden vielleicht gerade mal 15 Pons übrig bleiben. Egal. Wir kaufen es. Somit ist der Händler dann auch schon leer gekauft. Mann, sind das viele Pons. So, wir haben alles gekauft. Das Komische ist... Das ist zurzeit alles, was ich verkaufen kann. Pass auf dich auf. Ich habe mir jetzt irgendwie einen Erfolg oder so erhofft hier mit... ja, du hast alle Anstecker gesammelt oder irgend so ein Spaß. Schade. Magnetisch. Ein Haken. Zeitstücke und Zeitriss. Na gut. Dann würde ich sagen... Erstmal fliegen. So. Nee, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. Zack. So. Ah, von hier aus... Ja, okay, jetzt weiß ich, wo wieder diese Türen führt. Jetzt müssen wir bloß dort irgendwie zu diesem Zeitstück dort hinten hinkommen. Die Frage, wie wir es machen. Erstmal rutschen. Ganz durch den Nest hier. Was ist das denn hier? Sieht komisch aus. Wie komme ich jetzt hier hoch? Kann ich hier... das ist ein Sprungbrett. Ja, Sprungbrett nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So ein Sprungfeder. Na gut. Hey, Captain. You are not look busy, sehe ich etwa nicht beschäftigt aus, weil... Spiel anders. Lass einen alten Captain ruhen. Die Seerobben können sich für eine Minute um alles kümmern. Hoffentlich haben sie mittlerweile gelernt, das Steuerrad in Ruhe zu lassen. Das bezweifle ich stark.
zweifle ich ganz stark. Ah, hier können wir jetzt mal durchgucken, ja? Ich sehe, dass da was glitzert. Aber mehr auch nicht. Ich kann auch nicht ranzoomen oder... Oh, ich kann doch nach links und rechts mich bewegen. Aber das war's auch schon. Schade. Steuerrad. Wie komme ich denn jetzt dorthin? Da drüben ist das nicht der Captain. Ist aber hier. Wie ist denn der? So easy peasy. Hingekommen. Kann ich den hauen? Okay, macht nichts aus. Wie zum Teufel? Hä? Okay, ich bin komplett überfordert gerade. Durch die Speerecke kann er wohl kaum gekommen sein. Schläft oder was? Oh, das ist die Spielecke, aber hier geht es auch nicht so hin. Ich hab's ja verstanden. Lass mich in Ruhe. Mock mich nicht. Das tun schon so viele. Muss es doch hier jetzt noch eine Tür geben, die mich irgendwie ins Innere bringt. Da. Ich glaube, das ist die. Tatsächlich. Ich habe sogar richtig geraten. Ja, GG. Läuft bei mir. Yeah, ich bin Captain. Wieder auf Kurs, ich weiß es gar nicht. Egal. Vor allem, was hier immer durch die Gegend fliegt. Whee! Sind das die Robben? Hello, the captain has a message. Oh, der Captain hat ein... Gib mir das Mikrofon. Wer ist am Steuerrad? Wir steuern direkt auf einen Eisberg zu. Alle Mann an Deck. Hallo? Ja genau, erstmal ein Ladebalken. Oha. Schlagseite. Ach du gute Güte. Es geht alles unter, Welpe. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde. Auch noch auf ihrer Jungfernfahrt. Dauert nicht mehr als ein paar Minuten, bis alles im Meer ist. Unten. Nun, du solltest einen Rettungsboot aufsuchen, Welpe. Das wäre schlau. Ich bin gerade in einem Rettungsboot. Möchte ich bloß mal erwähnt haben. Also könnten wir auch eigentlich verschwinden. Nee, geht natürlich nicht so einfach. Oh, das ist mal eine andere Ansicht hier. Das ist voll, wenn ich jetzt so gucke, ist das... Boom, das macht wieder komplett meinen Kopf kaputt, ne? Ist das alles? Alles klar. Dumme Frage. Natürlich ist das Eis. Da ist einer. Ganz schlecht. Au. Komm
ich denn jetzt hier wieder? Arsch. Oh. Komme ich hier nicht irgendwie lang? Toll, hätte ich auch gleich machen können. Das Problem ist, das ist glaube ich hier. Aber gar nicht rausgeht, ne? Oh, zwei Herzen. Nein! Ein Rissdrucken. Den sehe ich jetzt erst. Ich glaube, wenn ich jetzt... Was ist das? Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal reinfalle, dann bin ich wieder einmal einen Herzpunkt los. Deswegen versuche ich das so möglich hier zu klären. Eieieiei. Where are we going? Ach, ja genau, der Oktopus. Der macht einfach weiter. Kann ich jetzt doch... Ach, ei, ei, das Wasser steht natürlich unter Strom. Das ist natürlich äußerst... Unschön. Komme ich jetzt da hin am besten? Ich muss da dort oben lang. Alles klar. So funktioniert das schon mal, aber wie komme ich hin? Ah, stimmt. So war das. Weil sie kann ja die Wände anhören. Halb vergessen. Oh, war das knapp. Also langsam wird's schwierig. Vor allem, weil die Viecher jedes Mal so abdriften, driftet es mich natürlich auch nach links oder rechts weg. Natürlich äußerst unschön. So, jetzt muss man hier wieder irgendwie rauskommen. Ich weiß bloß nicht wo und nicht wie ich hier rauskomme. Ah, da ist ein Ausgang. Hallo. Aua. Okay, das hat sich... Das Spiel nicht so richtig hier überlegt, wie ich hier rauskommen soll. Bin ich von da drüben jetzt gekommen oder von hier? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Oh, was machst du denn? Ich sehe ja nicht durch. Ne, von da bin ich gerade. Das heißt, ich muss wieder in die Richtung. Hallo? Ja, genau, jetzt passt's. Möchte ich meinen. Ich hab... Nein, ah! Ich hätte vielleicht erstmal zu mir wegschaffen sollen, bevor ich mich hier... Oh, shit. Oh! Doof gehandelt. Ich gehe jetzt einfach mal hier unten. Alles klar, hilft mir nicht. Ich muss hier raus.
Puh. Ah ja, jetzt sehe ich auch, dass hier Wasser ist. Hier wird mir jetzt wieder wenigstens halbwegs angezeigt, wo es rausgeht. Da hinten. Nein, nicht schon wieder. Oh, oh, oh. Nice. Oh, wieder volles Leben. Das ist schön. Wundert mich, dass ich überhaupt durch diese engen Korridore hier mit diesen ja, Bewohnern komme. Dass ich da nicht irgendwie einen Schlag oder was kriege. Weil ich wieder nach links abgedriftet bin. Nee, nach rechts war es so. Da drüben ging es raus oder wo? Boah, ich weiß es hier nicht mehr. Genau. Wo bin ich jetzt schon mal richtig? Ah ja, hier ist glaube ich die große Halle. Ich bin richtig. Oder? Hm. Nee, hier ist das Casino. Okay. Oh nein! So, stopp. Kurz anhalten. Dass ich hier aufwärmen kann. Komm. Nice. So, jetzt muss ich zu. Oh, dass ich da irgendwie hochkomme. Oh, schön. Ich hab's schon mal fast ausgeschafft. Jetzt muss ich hier irgendwie bloß noch um die Ecke kommen. Nice. Ich hab's. Wenn mir jetzt nicht wieder noch irgendwas Dummes gleich passiert. Bin ich draußen. Jawohl. Sehr schön.